Hier, passt mal auf, Leute. Hoho! Scheiße! Hab ich kaputt gemacht, hab ich kaputt gemacht. So, man kennt das ja als Kinder, ne, natürlich. Hoho! Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ach, das ist nicht klar. Na, er kann durch Autos gehen, alles klar. Jo, und somit herzlich willkommen bei Hello Neighbor. Ja, der eine oder andere kennt das Spiel sogar. Ich kenn's noch gar nicht. Ich habe zwar vielleicht ganz kurz mal was gesehen, so vom Trailer her oder ein paar Videos, aber ich wollte es auch mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es sieht sehr schick aus. Ja, also so kann man ja eigentlich ziemlich in Ruhe schlafen gehen, wenn es hier laut ist, aber hier scheint es schon wieder leise zu sein. Das geht ja. Ja, ja, okay. Was können wir hier machen? Okay, Vorhänge können wir nicht zuziehen. Hä? Was war das? Hä? Also hier können wir speichern. Alles klar. Yeah, baby. Kann ich darüber? Nee. Also, das ist unser Speicherpunkt. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Was können wir hier... Ja, geil. Günther, ich komme gleich rüber. So, das Licht lassen wir hier erstmal aus. Weil ich weiß ja nicht, was noch passiert. Die Tür lassen wir auch noch auf. Das... Was? Also ich muss sagen, wir haben eine echt große Hütte. Meier! Wir haben eine Villa! Was? Ja, okay, man muss sagen, es ist noch eine Alpha. Da ist ja natürlich klar, dass es noch nicht fertig ist. Aber... Was ist mit meinem Haus? Ich habe gedacht, wir sind eine große Villa, aber... Ja... wir haben halt eine kleine Hütte, aber es geht ja. Boah, Grillen, ihr seid mir zu laut. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben Radio, wir haben hier Schuhe. Also ich habe letztens kurz ausgeräumt, deswegen habe ich nur diesen einen Raum hier, ne? Okay, das... Ah! Licht aus. So. Günther soll ja nicht wissen, dass ich hier zu Hause bin. Ah, super. Ist jetzt hier wieder an? So, komm. Ah, super. Okay. Haben wir eine Taschenlampe oder so? Nee, gar nichts. Oh, ha, wie schneller Gas gibt hier. So, damit können wir nichts machen. Ich glaube, wir... Kann man hier überhaupt irgendwas aufheben? Ah, mit F. Günther! Ich will Basketball spielen. Oh Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er jetzt böse ist oder lieb. Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn hier? Günther? Wo ist er denn? Wo ist er? Er ist in seinem Geheimraum, so wie es scheint. Ich glaube, da macht er irgendwelche Experimente. So, wir versuchen es jetzt erstmal. Günther, ich betrete jetzt dein Haus. Günther, tu mir nichts. Boah, warum gleich so creepy hier? Hallo? Günther? Oh mein Gott, schön vorsichtig, Leute. Okay, ich probiere was aus. Wirf! Ich kann's nicht werfen. Auf was geht das? No! Günther! Oh Gott! Oh mein Gott! Alter, was war das denn? Oh, Günther! Er hat mich erwischt! Ich krieg einen Herzinfarkt! Alter, wo kommt der denn her? Okay, alles klar. Oh Gott, der hat mein Basketball. Wir müssen unser Baby jetzt zurückkriegen. Günther, gib den Ball her. Oh mein Gott. Oh Gott. Was so? Ja, sieh. Alles klar. Was? Günther kann sich teleportieren. Alles klar. Was war das denn? Okay, wir haben jetzt tagsüber haben wir es nicht überlebt. Spät am Mittag oder ganz früh am Morgen haben wir es auch nicht überlebt. Was ist mit Günther los? Ja, sie, Senora. Senorita natürlich, ja. Was ist eigentlich mit einem anderen Nachbar? Okay, sind natürlich eingegrenzt. Also wohnen nur wir beide hier. Wir haben Krieg natürlich. Wir müssen aber irgendwie... Also ich habe das natürlich kurz gelesen. Man muss irgendwie wissen, was in seinem Keller vorgeht. Aber wie soll ich das machen, wenn er sich teleportiert? Ich glaube, das ist er, oder? Der redet mit mir. Oh, Günther ist nicht nett zu uns. Oder ist hier ein Radio? Ist das vielleicht das hier am Auto?
Hallo? Ja, das kann möglich sein. So. Ich versuch mal irgendwie hinten rum zu... Alles da. Ring, ding, 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 ding. Oh, hier, ich habe sein Schlafzimmer gefunden. Sieht sogar besser aus als meins. Was ist hier falsch? Ja. Mach das Fenster auf. Kinder, ich komme. Wir müssen auf jeden Fall unseren Basketball zurückkriegen. Das kann ja nicht angehen, dass er es hat. Wir können hier rein. Okay, ich versuch mal was. No. Es hat nicht funktioniert. Okay, aufstehen. Nein, es funktioniert nicht. Ich krieg das noch hin. Nee, ich krieg's nicht hin. Doch, noch ein Versuch. Nein, doch, ich hab's geschafft. Nee. Was für eine Leiche ist da drin? Günther, das glaube ich doch nicht. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, er beobachtet mich. Irgendwas läuft da falsch. Unten ist oben. Oben ist unten. Okay, alles klar. Wir gehen einmal rum. Schnell weg hier. Ich war's nicht. Oh Gott. Wo? Holy shit, schnell eine Wohnung, schnell eine Wohnung. Schnell. Oh Gott, Günther, ich war's doch gar nicht. Nein. Geh. Tür zu. Alter, wenn du jetzt reinkommst, ne, das glaube ich nicht, dann begehst du hier Einbruch, hier. Diebstahl. Alter! Hat er nicht gegengeworfen? Warte, Alter! Das glaube ich nicht. Komm mal rein, Digga. Was willst du? Der kommt. Oh Gott. Er kommt. Ich hab nichts gemacht, Günther. Bitte lass mich. Bitte. Was will der von mir? Der bewirft mich mit Äpfeln. Alter, ist der Sound laut? Ich krieg einen Gehirnschaden. Habt ihr das gesehen? Der bewirft mich mit Tomaten. Und was hat er vorhin eine Bärenfalle. Alles klar. Also, mein lieber Herr Nachbar Günther hier. Das geht ja wohl gar nicht klar. Wie können wir die entschärfen? Also, seine Tomaten kriegt er wieder hier. Problem ist, ich weiß nicht, wie wir werfen können. Ah. Okay, also ich habe jetzt gedacht, man erschreckt sich nicht bei dem Spiel. Aber es scheint wohl doch so zu sein. So, Tomaten. Ha! Ich hab's herausgefunden! Friesst du, Penner? Komm raus hier, komm raus! Hier, passt mal auf, Leute. Hoho! Scheiße! Hab ich kaputt gemacht! So, man kennt das ja als Kinder, ne, natürlich. Ha. Hoho! Er sieht mich nicht! Ach, das ist nicht klar! Er kann durch Autos gehen! Alles klar! Günther ist echt... Okay. Das ist mit unserem Schuh passiert. Okay. Das lasse ich jetzt nichts mehr... Ja, das geht ja gar nicht klar hier. Irgendwie weiß ich nicht. Wie soll man da reinkommen? Der weiß sofort, wo man ist. So, was haben wir denn hier? Noch eine fette Vase. Ich werfe sie jetzt mal kurz an seine Rübe. Das kann ja nicht sein, dass er so unverschämt mit uns umgeht. Ha! Günther, Fritz! Fritz! Oh Gott! Oh! Alter! Holy shit, ey! So, ich nehme was mit rein. So, komm mal her hier. Ja, traust dich nicht näher zu kommen, wa? Oh, der Sound, ne? Der Sound, der ist so laut! Oh, kommt er? Nee, warte mal auf hier. Was willst du überhaupt? Was willst du? Oh, yes! Ah, pack dir die Sachen! Okay, wir gehen sofort in seinen Keller rein. Mach die Tür auf. Verstecken. Oh nein! Nein! Scheiße! Wie soll man das schaffen? Das glaube ich nicht. So, noch ein Versuch. Okay, wir gehen es jetzt mal auf realistische Weise an. Wir müssen da rein. Also müssen wir jetzt ganz leise sein. Oder wir machen es so. Was haben wir denn hier? Der weiß ja sofort, wo wir sind. Das ist ja der Scheiß. Mal sehen. Ich versuche jetzt mal was. Eine Pfanne dürfte ja eigentlich ziemlich laut sein. Okay, ich kann sie mitnehmen. Habe ich hier gerade einen Hund gehört? War hier gerade ein Baby? Okay, ich versuche es mal jetzt einfach. Nee, geht nicht. Irgendwie können wir es doch werfen. Er kann es doch auch werfen. Dann müssen wir es doch auch können. Nee, damit nicht. Damit auch nicht. Nee. Profile 2. Ja, ich habe gerade was an meine Tastatur gestellt. Alles klar, das wusste ich jetzt nicht. Jetzt tut's er atmen. Okay. Jetzt habe ich Tab gedrückt. Da legt er die Sachen weg.
Also ist das doch. Rechte Maustaste. Ah. Das sieht aber so... Nee, ich weiß es nicht. Sollen wir mal sehen? Oh, shit. Gut, dass ich die Pfanne mit hab. Er kommt raus. Er kommt raus. Oh, Hintertür. Nein, wir haben keinen Schlüssel. Oh, er hat mich nicht. Dann habe ich doch einen Plan. Oh, oh. Ich höre ihn. Oh Gott, meine Bratpfanne guckt rein. Hallo? Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Der scheint echt nicht... Also... Wo ist er? Ah, er ist wieder drin, er ist wieder drin. Oder kann er sich nicht entscheiden? Oder läuft er gegen seine Tür? Warum liegt da ein Karton? Ist das das, was ich ihm vorhin da gegen seinen Kopf geworfen habe? Oh, er läuft wirklich rum. No! Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Dann mache ich das mal so. Ha! Scheiße, 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 das war ich nicht. Oh, oh. Mache ich die schnellen Schritte? Ich glaube schon. Da ist ein Spiegel. Entweder kommt jetzt vorne raus und geht dann links hin und schaut sich das Schlafzimmerfenster an. Ha, da können wir jetzt rein. Nee, da können wir nicht rein. Was? Ich habe das Fenster kaputt gemacht. Ich will da jetzt rein. Nee, wir können da leider nicht rein. So, da aber. Alter, wie krank ist das denn? Das ist ein kranker Raum. So, wo ist er denn hier? Okay, der scheint im Flur zu sein. So, können wir eventuell im Garagentor, können wir das Garagentor öffnen? Nee, können wir nicht. Ah, ich weiß nicht, wie wir ihn rausnocken können. Shit. Nee, ich versuch's hier nochmal. Ha. Nee, ein Versuch. Wir müssen ja irgendwie hier... Klingelstreich. Oh Gott, ich hab wirklich geklingelt. Oh shit. Oh oh. Hallo? Er sieht mich nicht. Ja, geh wieder schön rein. Wir verärgern ihn ein bisschen. Oh, was ist hier? Ah, scheiße. Ist nichts drin. Also das müssen wir jetzt erstmal wegräumen hier. Also ein bisschen ordentlich muss er ja sein. So, noch einmal. Irgendwie müssen wir ihn ja weglocken. Oder verärgern. Irgendetwas. Ich weiß auch nicht, wenn wir da jetzt ihn ablenken, dass ich jetzt klingel und da... und dann schnell da reingehe. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, das Klingeln funktioniert noch nicht mal mehr. Okay, ich mach die Tür auf. Ich hab die Tür aufgemacht. Oh, oh shit. Oh. Oh Gott, da kommt er. Schnell in unsere Wohnung. Schnell. Verzieh dich. Oh mein Gott. Licht an. Günther, raus. Pfui. Geh weg. So, schnell hinterher. Na, er kann durch vier Zäune laufen hier, das geht nicht. Alter, der macht meine Wohnung dreckig. Da war doch gerade was Rotes. Wo ist er denn? Ah, da ist er wieder. Der ging doch eben... Macht die Tür nicht zu. Ah, das geht nicht. Oh. Oh, er macht wieder alles dreckig. Hä, er hat die Kiste da hingepackt? Das geht doch gar nicht. Ah, ich gebe jetzt mein Bestes. Aber ich glaube, ich werde sterben, denn er muss wieder vor sein Fernsehen hin. Er muss sich da wieder hinchillen und dann Fernsehen gucken. Aber das macht er nicht. Wie kriegen wir das wieder hin? Ich versuche jetzt mal was. Tür zu. Nein! Fuck! Oh. Oh, Günther, warum bist du so groß? No. Weg mit deinen Händen. Pfui, wer weiß, was du alles angefasst hast. Geh weg. Günther, kannst du mal bitte verschwinden? Alter! Der hat mich geschlagen. Oh. Hier, Frieden wieder. Ach, Günther, mein lieber Nachbar.
Wie lange haben wir uns nicht... Der bricht in seine eigene Wohnung ein. Was läuft falsch bei dem? Oh, guck mal, sehe ich ja überhaupt nicht hier. Okay, da ist keine. Wo ist er? Komisch, am Anfang war die Tür offen. Jetzt aber nicht mehr. Was macht denn der Idiot? Alter, du machst deine Wohnung kaputt. Also ist das ja noch nicht mehr schlimm, was ich gemacht habe. So, jetzt gehen wir hier aber rein. Holy shit. Nein! Oh, das ist mies. Wenn ich immer ducke, dann muss ich nochmal ducken drücken und damit bin ich gerade nicht klargekommen. Günther, du bringst mich um den Verstand hier. Da, er bricht schon wieder ein. Ich hab's gesehen. Polizei, bitte rein. Oh, das hast du nicht gesehen. Ich wollte nur gucken. Das war doch nicht mein Fehler. Das lässt du auch deinen Müll da draußen liegen. Ich wollte dir doch nur helfen. Ach, Günther. Wie lange hatten wir schon so eine Diskussion? Jo, alles klar. Das ist auf jeden Fall nicht seine Wohnung. Aber es ist echt heftig gegen meine kleine Wohnung. Ich da das kleine mickrige Zimmer und er hat das schöne Keller. Du Vollidiot. Was? Günther, machst du die Tür auf? Dann gibt's hier einen Trick bei... Okay, hat das nächste Fenster kaputt gemacht? Irgendwo gibt's hier jetzt einen Schlüssel, würde ich jetzt sagen. Ansonsten können wir da ja gar nicht rein. Nee, das ist auch zu. Das scheint... mal sehen. Hallo? Ich glaube, da können wir nicht rein. Nee, da können wir eventuell rein. Wir werden es mal ausprobieren. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir an irgendeinen Schlüssel rankommen. Hat er das zugenagelt? Da weiß ich nicht, was er da jetzt machen können. Wir müssen irgendwie da durchkommen. Nicht gucken. Ich schaff es noch. So, mal sehen, ob wir jetzt hier reinkommen. Komm rein. Ja, komm rein. So. Nee, er kommt nicht. Na los, was ist los mit dir? Ah, nicht getroffen. Jetzt kriegt er eine. Jetzt. No! Nee, also wie weit das jetzt noch mit Günther geht, ich weiß es nicht. Denn ich komme gerade nicht weiter. Also wir müssen auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Aber ich denke mal, das werden wir in einer weiteren Folge machen. Ja, ich hoffe euch jeden Fall, Hello Neighbor, hat euch gefallen? Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was das Spiel noch so alles so kann, denn es scheint sich ja irgendwie weiterzuentwickeln. Was ist das Grüne da? Sind das Äpfel? Nee, es sind nur Blätter. Alles klar. Ja, es entwickelt sich immer aufs Neue. Er macht immer weiter sein Haus kaputt. Da scheint jetzt auch irgendwie Licht an zu sein. Das war vorher, glaube ich, nicht. Naja, wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.